Uli Köppen ist da von der Initiative BR Data und aus München. Herzlich willkommen. Dankeschön. Immer mein erster Griff bei Konferenzen. Hi. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass ich als Journalistin unter lauter Designern sprechen darf. Ich habe vorher schon anhand der Handzeichen überprüft, dass es tatsächlich die Mehrheit ist. Ich nutze das ganz schamlos aus und bringe eine Frage mit, die mich derzeit stark beschäftigt, nämlich, wie soll man denn Datengeschichten erzählen? Geht es eher darum, interaktiv zu erzählen oder linear zu erzählen? Denn bei Datengeschichten ist es so, zumindest als Datenjournalist, muss man eine Antwort auf die Frage finden, bei dieser einen Geschichte, die man jetzt erzählt, hätte ich lieber, dass sich meine User zurücklehnen oder hätte ich lieber, dass meine User sich engagieren mit der Geschichte, interagieren. Nur kurze Rückfrage, nachdem lauter Designer im Raum sind, wer von Ihnen stellt sich diese Frage denn ab und zu auch? Kurzes Handzeichen vielleicht. Okay, das sind doch mindestens die Hälfte. Das heißt, ganz egoistisch, ich würde mich freuen, wenn ich anschließend Ihre Erfahrungen, eure Erfahrungen hören könnte bei einem Kaffee. Ich habe auch ein paar Antworten mitgebracht, sonst wäre das ja jetzt entschied hier. Es ist nämlich ein besonderes datenjournalistisches Problem. Ich mühe mich sehr, sehr lange damit ab, viele Daten zu sammeln und habe dann einen großen Datenschatz und muss mich dann entscheiden, was ich visualisiere, was ich verwende, würde gerne alles zeigen, habe aber trotzdem das Problem, dass ich meine Geschichte von A bis Z erzählen muss, vor allem im Fernsehen und im Radio. Im Web kann ich natürlich interaktiv sein. Ein Wort zu uns, wir sind ein sehr junges Team, BR Data, das haben wir aufgebaut beim Bayerischen Rundfunk. Entstanden sind wir aus einem crossmedialen Team, das wir auch aufgebaut haben, da hatten wir Datenjournalismus schon immer im Portfolio, haben aber dann sehr schnell erkannt, dass wir mit unserem journalistischen Hintergrund alleine nicht besonders weit kommen und haben dann Kollegen integrieren dürfen, die einen anderen Hintergrund haben. Coder, Designer, Leute mit statistischem, mathematischem Wissen. Und unsere Aufgabe ist es, aus großen Datenmengen, mittleren, kleinen Datenmengen durchaus auch Geschichten rauszuziehen. Ich hatte ja schon tolle Vorredner, die schon den Prozess des Datenjournalismus gezeigt haben in dieser Reihe befinden wir uns auch. Ich habe einen Fall mitgebracht, wo wir uns, also ein Case Study, das wir letztes Jahr veröffentlicht haben, da ging es um Wintertourismusdaten und die Frage, wie der bayerische Wintertourismus damit umgeht, dass der Schnee immer weniger wird. Wir haben relativ viele Daten gesammelt, Tourismusdaten aus den letzten Jahrzehnten, Klimadaten und das sind die Daten, wo wir dann letztendlich unsere Geschichte gefunden haben. Also wir sind jetzt erstmal ohne große These an diese Geschichte rangegangen, haben Daten gesammelt und gehofft, dass wir darin eine Geschichte finden. War dann auch so, also die Klimadaten waren der Rahmen. Natürlich weiß jeder, dass es wärmer wird. Wenn man das aber geografisch auf Orte runterbricht und zeigt, dass die Schneehöhe um 60% abgenommen hat die letzten 60 Jahre, ist es ziemlich eindrucksvoll. War aber nur der Rahmen unserer Geschichte. Die eigentliche Geschichte war in den Übernachtungszahlen. Da haben wir gesehen, dass im Münchner Einzugsbereich die Übernachtungszahlen stark abgenommen haben, wohingegen im Allgäu die Übernachtungszahlen sich wieder eingependelt haben im gleichen Zeitraum, die letzten 20 Jahre. Das haben wir dann visualisiert für Fernsehen und Web. Das ist nur ein kleiner Eindruck, wie wir das gemacht haben. Das ist ein Teil der Animation. Wir haben verschiedene Produkte erstellt, eine Webdoku, hier die Landingpage. Integriert in die Webdoku war ein Recherchetool oder ist ein Recherchetool, wo wir all unsere Daten reingesteckt haben, die wir gesammelt haben. Also nicht alle, aber die, die wir für sinnvoll gehalten haben. Das heißt, die User konnten anhand dieses Tools überprüfen, was wir sagen. Wir haben eine 30-minütige TV-Doku gemacht und wir haben unsere Recherche natürlich mobil zugänglich gemacht, weil man das so macht. In der U-Bahn hat man keine Lust, 30 Minuten Video anzuschauen. Jetzt hat es die Pfeile leider verschoben, das ist von Windows zu Mac. Hier komme ich zurück auf dieses lineare Erzählen versus interaktive Erzählen. Die Idee hinter diesem interaktiven Video
Und hinter diesem Player, den ich gleich zeigen werde, war, dass wir gerne hätten, dass die User sich linear in der Geschichte bewegen können, aber trotzdem die Möglichkeit bekommen, in die Daten einzutauchen und in diesen Daten selbst zu recherchieren. Das heißt, die Frage, die wir uns gestellt haben, war, wo müssen die User linear abgeholt werden? Also wo erzählt man einfach eine Geschichte und sie können sich zurücklehnen? Und wo haben sie Lust, in diese Daten einzutauchen? Jetzt hoffe ich, dass das Video abspielt. Genau. Das ist die Landingpage, die Sie gerade gesehen haben. Hier kann man sich entscheiden, möchte ich die Story sehen oder die Daten. Wenn ich auf die Story klicke, dann komme ich auf diesen interaktiven Player, den wir extra dafür entwickelt haben. Der hat verschiedene Kapitel. Der Player funktioniert zunächst mal wie alle interaktiven Player. Das heißt, ich starte ihn, ich kann skippen, ich habe bestimmte interaktive Elemente auch in diesem Echtbild. Und jedes zweite Kapitel war eine Datenanimation. Also hier sieht man die Übernachtungszahlen in diesem einen Ort, wo es sehr gut läuft, im Allgäu. Und wir erklären diesen Zusammenhang in der Lean-Back-Variante, warum es im Allgäu oder zunächst einmal, dass es im Allgäu besser läuft als im Münchner Einzugsbereich. Am Ende von dieser Datenanimation, und ich springe jetzt gleich zum Ende, um ein bisschen Zeit zu sparen, kommt ein Ausschnitt dieses interaktiven Recherchetools, und zwar nur mit diesem Datenset, über das wir gerade erzählt haben. Das heißt, der User kann sich die Daten, über die wir gerade linear erzählt haben, selbst interaktiv noch informieren. Wenn er fertig ist, geht er auf Weiter und ist dann wieder in dieser linearen Geschichte drin. Also Ausschnitte davon, jetzt sehen Sie, man kann auch auf alle Daten gehen, und hier haben wir das interaktive Recherchetool, das immer zugänglich ist. Um Zeit zu sparen, ich verrate Ihnen gleich, was prima funktioniert hat. Das war das Recherchetool. Da hatten wir tatsächlich genauso viele Klicks wie auf der Geschichte. Damit haben wir nicht gerechnet, haben uns sehr darüber gefreut, dass es genauso viele Leute gibt, die sich diese Daten anschauen wollten. Was nicht so super funktioniert hat, war diese Landingpage, also die Idee, dass man dem User von Anfang an die Möglichkeit gibt, schau dir entweder die Geschichte an oder schau dir die Daten an. Da hatten wir eine Absprungrate von über 50%, das kann ich hier verraten. Das ist ziemlich schmerzhaft im Journalismus, dass man am Anfang einer Geschichte schon so viele Leute verliert. Und anhand dieser Erfahrungen, die wir gemacht haben bei diesem und bei anderen Projekten, haben wir ein paar Takeaways zusammengetragen, die wir aber eigentlich lieber Diskussionsstoff taufen würden. Und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn der ein oder andere beim Kaffee nachher mit mir sprechen würde. Don'ts, genau. Wahlmöglichkeiten direkt am Beginn einer Geschichte würde ich nie wieder machen. Das war auch meine Idee mit dieser Landingpage, war eine blöde Idee. Am Anfang will keiner offenbar eine Wahl treffen, sondern möchte direkt zur Geschichte. Stattdessen würde ich immer für einen emotionalen Einstieg plädieren mittlerweile und den User direkt in diese Geschichte reinziehen. Die explorativen Elemente sind natürlich trotzdem toll, aber nur da, wo sie wirklich nötig sind. Ich würde weiterhin so linear wie möglich erzählen. Das ist ganz komisch für einen Cross-Media-Journalisten, der ja eigentlich so interaktiv wie möglich und so fancy wie möglich präsentieren möchte. Das funktioniert aber leider nicht anhand unserer Erfahrung. Den Datenüberblick, so wie wir es im Recherchetool liefern, würde ich nie innerhalb der Geschichte präsentieren. Denn das zieht einen aus der Geschichte raus und zerstört den Strom, den man vorher aufgebaut hat, idealerweise. Stattdessen, das hat bei uns ziemlich gut funktioniert, würde ich die Datensätze direkt auf die Storypoints zugeschnitten präsentieren. Also sprich, das Recherchetool, das ich Ihnen gerade gezeigt habe, nur in den Ausschnitten, über die gerade gesprochen wurde, innerhalb der Geschichte. Den Datensatz, den Datenfetisch haben wir natürlich trotzdem, den würde ich immer trotzdem zeigen, weil natürlich ist es cool, den Datensatz zu präsentieren, und es gibt immer User, die sich dafür interessieren, aber einfach als Wahlmöglichkeit und keinesfalls als Zwang, also kein Interaktionszwang mit den Daten. Das sind unsere Takeaways. Ich bin mir sicher, Sie haben andere, und ich bin mir auch sicher, das sind keine Regeln für uns, sondern wir werden uns da die nächsten Projekte so ein bisschen entlang hangeln. Manche werden wir streichen, manche werden wir ergänzen. Das ist jedenfalls eine lebende Liste, an der wir arbeiten. Würde mich freuen, wenn wir da mit Ihnen zusammen dran arbeiten können, weil Sie kommen alle aus einem unterschiedlichen Bereich. Dankeschön.